Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Teil 2. Präsentation. Schokolade macht glücklich. Das Thema meiner Präsentation ist Schokolade macht glücklich. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe in vielen Büchern gelesen, dass Schokolade glücklich macht. Trotzdem hat Schokolade eine sehr schädliche Wirkung. Zu viel Süßigkeiten zu essen verursacht viele Krankheiten, zum Beispiel Diabetes, Krebs, Zahnsteine und so weiter. Ich esse lieber schwarze Bitterschokolade. Jetzt würde ich gerne über die Situation in meinem Heimatland sprechen. Bei uns in den Geschäften verkaufen sie Schokolade verschiedener Firmen und Preise. Und die Leute kaufen und essen viel, ohne an ihre Gesundheit zu denken. Im Falle von Kindern auch so. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Es ist ein Nachteil, dass die Menschen ohne daran zu denken, ihre Gesundheit schaden. Pro Tag sollte nicht mehr als 25 Gramm Schokolade gegessen werden. Wenn wir zu viel Schokolade essen, steigt der Blutzuckerspiegel rasend an. Unser Körper kann den überschüssigen Zucker nicht verarbeiten. Es ist ein Vorteil, dass die Schokolade kurzfristig die Stimmung hebt. Die hilft gegen Depressionen. 9 von 10 Leuten mögen Schokolade. Der 10. lügt. Meiner Meinung nach sollten wir uns gesund ernähren und auf unsere Gesundheit achten. Aber man kann auch mäßig Schokolade essen. Aufgeben ist sehr schwierig. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.